Hamburger Verein Rat und Tat feiert sein 30-jähriges Bestehen. Seit der Wende setzen sich die Mitglieder ehrenamtlich für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein. Im Rostocker Rathaus wurde das Jubiläum am 2. März groß gefeiert. Während es lange Zeit rein um Homosexualität ging, also Schwule und Lesben, hat sich in den letzten Jahren das Spektrum der sexuellen Ausrichtungen deutlich erweitert. Stichwort LSBTI. Es gibt eben nicht nur die allseits bekannte Regenbogenflagge, sondern für Transpersonen, für Bisexuelle, für Intersexuelle, Pansexuelle. Also es gibt auch eine große Flaggenvielfalt entsprechend der Orientierung. Natürlich gab es Fortschritte. Man denke an die seit 2017 geltende Ehe für alle oder die Anerkennung eines diversen Geschlechts. Aber obwohl die Akzeptanz in der Gesellschaft zugenommen hat, ist der Weg bis zur tatsächlichen Gleichberechtigung noch weit. Neben der klassischen Beratungs- und Aufklärungsarbeit bietet der Verein Rat und Tat viel mehr an. Ja, wir können sehr gut helfen. Also erstmal kann man sich mal orientieren auf unserer Website ratundtat-rostock.de. Und wir haben für die Generation bis 27 auch einen festangestellten Sozialpädagogen, der auch in die Schulen geht und aufklärt. Also in der Stadt Rostock macht er seine Runde, da kann man sich bei ihm melden. Aber es gibt eben auch viele Gruppen, so bis 27 im Verein, für Transpersonen, für Coming Out, für, ja, ich habe jetzt vor einiger Zeit auch noch eine Lesbengruppe gegründet. Also wir machen aber auch Bowling und Spiele, einfach um in der Gruppe Kontakt unter seinesgleichen zu finden. Das ist eine wichtige Nachricht, die uns positiv stimmen kann. Projekte wie dieses werden auch mit Geldern von der Landesregierung unterstützt. In diesem Jahr sind es insgesamt 180.000 Euro. Wir haben ja einen Landesaktionsplan, brauche ich natürlich auch vor Ort Vereine und Verbände, die sagen, wie ist denn die Situation, wo sind die größten Probleme, wie ist der Stand der Umsetzung. Deswegen helfen wir uns untereinander, das Land eher finanziell und der Verein eher mit Input in die Richtung Politik. In einer Online-Umfrage des Sozialministeriums hatten etwa 3/4 der Beteiligten ausgesagt, dass sie offen mit ihrer Sexualität in Mecklenburg-Vorpommern umgehen und leben können. Der Christopher Street Day in Rostock ist einer der größten in ganz Norddeutschland. Diese Freiheit gilt es zu verteidigen in Zeiten von zunehmendem Rassismus und Hetze, auch gegenüber Frauen und Menschen mit verschiedensten sexuellen Ausrichtungen.